Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. So, in der letzten Folge haben wir hier die komischen Nonnen hier geholfen, ihren Stab zu finden und zu flüchten. Und jetzt schauen wir mal, was in dieser Folge geht. Wir können mal auf die Karte gucken. Wir haben ja gesagt, wir kämpfen uns hier ein bisschen hoch. Das ist ja aber schon wieder ein neuer Punkt jetzt. Ja, hier wollen wir nicht hin. Das ist schon wieder ein neues Gebiet. Wir gehen jetzt mal hier entlang und dann werden wir auch dann hier hochgehen. Genau. Gehen wir mal hier hoch. Aus dem Gebiet wieder raus, weil... Machen wir jetzt mal ein Gebiet nach dem anderen. So, Bitmachgerät an. Servus, Leute. Gut, dann schauen wir mal. Ja, ich glaube, langsam nähern wir uns auch schon dem Ende hier von dem Gebiet. Also, was heißt, langsam, es dauert schon noch ein paar Folgen, aber es wird langsam. Hier auch noch was. Hä? Was ist das? Ich muss jetzt echt mal hochschauen, weil... Weil es auch so komisch leuchtet. Ist ja das Haus, wo wir gestartet sind. Aber warum... Was hat es mit den Kreuzen auf sich? Ich weiß es nicht. Doch aber nichts, oder? Was haben wir schon? Ich glaube nicht, dass das irgendwas zu bedeuten hat. Könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ihr wisst, was das Kreuzen zu bedeuten hat. Hier ist ein Artefakt. Okay. Mal schauen, ob es hier irgendwelche Uhren gibt. Super. Nächstes spawnen die gleich nach, die Dinger. Eine Maske. Römisches Artefakt erhalten. Okay, dann gleich weiter.
gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen Material. Nicht viel, aber ja, ein bisschen was. Und ab zum nächsten Rätsel. Komm, trau dich nur. Versuche selbst. Eivor. Komm. Stell dich hier hin und blicke über die Fjorde. Halte meine Hand. Genau so. So hoch oben war ich noch nie. Dein Vater brachte mich vor langer Zeit hierher, als wir nur 19 Winter zählten. Zusammen bauten wir Steinmännchen. Die hier? Ja. Stell es dir als Prüfung von Geist und Geduld vor. Ach du Scheiße. Schichte die Steine hoch und breit in eine Gestalt, die du magst. Wie gewinne ich? Indem du spielst. Und ein ruhiger Geist ist deine Belohnung. Lass die Luft und die Schönheit der Natur dich besänftigen. Ach du Scheiße. Keine Ahnung, ist nicht schön, aber ist gelöst. Okay. Aber wenigstens mal was Neues. Na. Hier wäre auch noch was. Aber ich glaube, das ist ein großer Schatz oder ein kleiner Schatz? Na, komm, wir gehen mal hin. Und danach packen wir uns dann den Raubzug. Aber sieht eher aus wie ein kleiner Schatz. Entschuldigung, fertig.
Hier darf mich niemand sehen. Ach klar. Alles nicht so schlimm, Leute. Warst du schon, oder wie? Ja, noch ein bisschen was? Ja, scheint alles gelootet zu sein. Dann würde ich sagen... Boah, ey, das ist so viel zu tun. Brutal. Hier war auch noch was. Und hier ist ein neues Gebiet, okay. Reicht ja nicht für, ah, weil ich in dem blöden Gebiet drin bin. Und tauchen kommt mir das fast schneller vor, wie wenn wir oben schwimmen. Oder? Ich glaube schon. Geh hoch. Elvor, mei. So was regt mir auf. Zu tun ist echt viel in dem Game. Das ist brutal. Aber ich glaube, für Platin müssen wir halt alle Gebiete 100% abschließen. Ich habe noch nicht nachgeschaut, aber das ist eigentlich immer so. Kind. Du darfst weiter keinen Schritt, teilst du die Losung mir nicht mit. Was für Ding? Tritt beiseite, lass mich rein, sonst könnte dies Grinsen schon dein letztes sein. Ah. Du bist weniger blass, mehr grün und auch blau. Das mag niemand, erst recht keine Frau. Oh Gott, du dichtest ja wie ich. Geh ruhig rein, die Losung brauchst du nicht. Fäuste geballt und eingetreten. Hier gibt es Spaß und gebrochene Knochen. Ist, wenn wir jetzt Charisma 3 hatten. Bist du bereit? Bereit. Wunderbar. Und nun zu deinem Gegner. Vielleicht bringt dieser dich zu Fall. Man nennt ihn nicht umsonst den Wall. Kasawall. Edward aus Lincoln. Oh komm, ich war doch gar nicht bereit, Mensch. Dich kämpfen zu sehen, war mir eine Freude. Bittersüß wie das Ale. Dass ich niemals vergeude. Solltest du dich jemals nach Kämpfen verzehren,
Dann mach mir die Freude, hier wieder einzukehren. Okay. 50 Silber. Ja, und jetzt? Ist das jetzt erledigt, oder? Nee. Wollen wir nochmal kämpfen? Dann sprechen wir mit ihm. Ah, wieder zurück, was? Lust auf mehr. Bereit. Wunderbar. Und nun zu deinem Gegner. Du brauchst dich gar nicht sicher wähnen gegen diesen schnellen Dänen. Boller aus Kent. Alter, der furzt mich an. Ah, wieder zurück, was? Lust auf mehr. Bereit. Wunderbar. Und nun zu deinem Gegner. Die Zeit ist reif, dein Kopf gleich dröhnt, wenn Silberzunge ihn verhöhnt. Nur ich verbleib, tu dir nicht weh. Hier ist der Held des PPP. Okay, das ist der Letzte. Alter. Okay, musst du geschafft, Alter. Fand ich mich in solchem Gefecht. Ich spüre deine Schläge noch immer nicht schlecht. Im Gemächt. Du stehst, wo ich's denn richtig sehe. An der Spitze des PPP. Ich fühle mich geehrt, glaube ich. Geh nun in die Welt hinaus. Sprich nur voll Stolz von unserem Haus. Erinnere dich in jeder Pause. Dank uns lebst du in Saus und Braus. Leb wohl. Abgeschlossen. PP Mitgliedschaft. Okay. Sehr schön. Eigentlich noch einen Schatz geben. Oben. Ah, okay. Okay, dann geht's hier weiter. Ja, auch eine coole, ein cooles Rätsel. Ja, das heißt Rätsel, muss bloß kämpfen, aber wegen ein bisschen Abwechslung.
Oh mein Gott, was ist denn das hier? Opferaltar. Opfergabe eines Dänen. Etwas Heftiges hat meinen Sohn überkommen. Er hat seit Tagen nichts gegessen oder getrunken. Er schläft nicht, denn er zitterte in der Nacht vor lauter Tränen, die er vergießt. Eine solche Krankheit habe ich noch nie gesehen, also muss es ein Fluch sein. Ich fürchte, dass er ihn ins Grab bringen wird. Ich biete den Göttern das Blut meines Pferdes als Opfergabe dar und hoffe, dass es zufriedenstellt, denn nur die Kraft kann meinen Sohn retten. Hasenpfote, ey. Was siehst du da oben, Sühnen? Die machen es auf jeden Fall kalt, weil die haben Schatz bei sich. Okay, wir sind drei Hasen. Mal hier hochgehen, vielleicht können wir sie von hier oben irgendwie abschießen. Ah, da sind sie. Wir kriegen keine Hasenpfote, kriegen Vogel. Lied, ey. Das ist doch scheiße, sowas. Hasenpfote. Ah, ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Hier rennt aber auch nichts rum.
Oh, bleib doch mal stehen. Bye. Da war noch irgendwo ein Hase. Pilze. Eieiei. Das kann auch länger dauern. Hey, was ist denn mit denen hier? Okay. Hey, könnt ihr mal bitte gehen, weil wenn ihr da seid, kommen die Hasen nicht. Zeig mir, was vor uns liegt. Hier rennt aber auch nichts rum. Bis Wölfe. Kommen überhaupt noch mal welche? Saublöde Ziel, das nervt mich schon wieder.
Hasenfutter. Irgendwo hier ist er. Zeig es mir. Muss ich auf Hasenjagd gehen? Ich dreh durch. Ja, wenn man sie mal drin hat und dann den Pfeil halt abschießt, dann trifft man sie auch. Immer noch mal. Ah, da ist ein Hase. Endlich. Geht doch. So, jetzt aber mit großen Schritten hier rüber. Ab zum Raubzug. Der dürfte ja nicht so lange dauern, der Raubzug. Lieber die Kapuze auf. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Geh halt hier rüber. Meine Wölfe!
kommst du nicht! Oh. Warenrim, Hilfe! Okay, dann gehen wir mal da hoch. So, auf die Kiste hier. Das ist voll ein Schatz. Hey, komm mal kurz her. Okay, 60 Meter unter uns. Bring die Sau zum Fall. Könnte hier sein. Auf die Hulle hier! Hilf mir mal! Raubzug abgeschlossen. Sieht man gar nichts. Oben ist aber auch noch was. Meter. Achso. Okay. Haben wir den hier abgeschossen? Oh, gibt's noch so viel? Ich kann auf jeden Fall hier eine Schnellreise dahin machen. Ich will mal schnell ins Dorf zurück. Können wir im Dorf vielleicht noch ein bisschen was rumbauen?
Oh, das ist mit dem Juli-Event, glaube ich. Norbert, die Siedlung sieht recht festlich aus. Das Julfest hat begonnen. Es ist Mittwinter, Eivor. Zeit zu trinken, zu kämpfen und sich in der Hoffnung auf reiche Ernte zu messen. Jolnir, der Julgott, lächelt uns zu. Die Tage werden bald wieder länger, Drengar. Bald bricht die wundersame Zeit der Wiedergeburt an. Und das warst alles du? Mitnichten. Bei einem Erkundungsauftrag trafen Sunifa und ich auf eine Gruppe. Nun, wir nennen sie Zecher. Sie haben das meiste gemacht. Sunifa besetzt den Faustkampfwettbewerb. Alles nur zum Spaß, natürlich. Derweil habe ich meinen eigenen Laden aufgemacht. Statt Silber benutzen wir etwas, das wir Julmarken nennen. Die habe ich selbst gemacht. Sie wirken durchaus selbst gemacht. Danke, ja. Also bevor wir unsere Feierlichkeiten beginnen, müssen die Brauerei und der Viehhof für das Julfest vorbereitet werden. Und das soll ich machen, nehme ich an. Ganz genau. Und weil ich dich so gern habe, nimm ein paar Julmarken. Ich erwarte dich dann später auf dem Fest. Okay. Event hat begonnen. Ja, super. Wie lange läuft es? Teglas Brauerei ist noch nicht gebaut. Wir haben komplett umgebaut die Stadt hier. Was ist hier los, Mensch? Ich muss das Fest erledigen. Um das Gehöft für das Fest vorzubereiten, werde ich wohl den Viehhof bauen müssen. Okay, hier sind wir. Warte mal. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Geh mit deinen Göttern. Haben doch hier alles erledigt, oder? Erfülle 10 Verträge. Da habe ich doch schon was gemacht davon. Ach du Scheiße. 20 Tage. Da haben wir ein bisschen Zeit. Achso, ich muss 10 Dinge abschließen hier bei dem. Meine Güte. Okay. Da muss ich mal schauen, dass wir die Brauerei machen. Brauerei bauen. Ah, können wir bloß eins machen. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich hier brauche dafür, oder? Hä? Ich richte eine Brauerei für das Julfest. Kapitel 1. Ach du Scheiße. Hä, warum ist es da hinten? Das ist noch viel zu hoch für uns, das Gebiet. Warum ist es hier hinten? Vor allem stimmt ja alles nicht hier. Das ist doch verbuggt, oder? Ja, das ist. Kann nicht sein. Das kann nicht sein.
Hilf mir. Sei meine Augen. Brauerei bauen. Das ist komisch, dass es so weit hinten ist. Das ist ja komisch. Was ist das alles? Ein neues Yul-Spiel, um dein Geschick zu testen. Bewegliche Ziele. Du versuchst, so schnell es geht, so viele sich drehende Ziele wie möglich zu treffen. Möchtest du es probieren? Nein. Sieht lustig aus. Ich überlege es mir. Das könnte sich lohnen. Das tun Trinkspiele immer. Nein, ich will einen klaren Kopf bewahren. Hey, Vor! Ich habe genau das Richtige für dich. Norbert sagte, du hättest etwas vorbereitet. Gib. Ja, und denk dran. Nein. Ich bin gerade nicht in der Stimmung für einen Fausthandel. Gut, ich schaue mal jetzt mit der Brauerei mal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich muss mal schauen, wie das funktioniert. Schauen wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Gut, Leute, bis dahin wünsche ich viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.